1997 öffnete Gattaca für kurze Zeit seine Pforten für Kinobesucher. Der US-Science-Fiction-Film spielte, trotz überwiegend positiver Kritiken in Amerika, nur ein Drittel seines 36 Millionen Dollar Budgets wieder ein und war ein kommerzieller Misserfolg. Erlangte aber im Nachhinein Berühmtheit und besitzt heute Kultstatus. Der Film spielt in einer nicht näher definierten Zukunft. Der Fortschritt ist allgegenwärtig sichtbar durch Elektroautos oder eine saubere Umwelt. Vincent ist ein natürlich gezeugtes Kind. Bei seiner Geburt wird festgestellt, dass er dank eines Herzfehlers eine wahrscheinliche Lebenserwartung von 30 Jahren hat. Herzstörungen, 99% Wahrscheinlichkeit. Früher Tod, wahrscheinlich. Lebenserwartung, 30,2 Jahre. Die Eltern beschließen, ihr nächstes Kind auf die nun übliche Weise zu zeugen, mittels genetischer Selektion, bei der im Vornherein vom Geschlecht über die Hautfarbe bis zum Haarausfall selbst die Neigung zur Depression bestimmt werden. Anton ist somit das gesunde Kind, auch Walid genannt, der einen kranken, also invaliden Bruder hat und dem die Welt offen steht. Vincent hingegen muss feststellen, dass ihm seine Eltern gar nichts zutrauen. Und auch sonst niemand ist bereit, einem Invaliden für anspruchsvolle Tätigkeiten zu engagieren. Und schon gar nicht als Astronaut. Er verlässt sein Elternhaus und besorgt sich eine neue Identität auf dem Schwarzmarkt, bei der ein Valider einem Invaliden mit Blutproben und so weiter versorgt, um die ständigen Tests auszutricksen. Mit dieser sogenannten geborgten Leiter fängt er bei einem Raumfahrtunternehmen an, bei Gattaca. Regisseur Andrew Niccol hatte hier sein Regiedebüt, für das er auch das Drehbuch schrieb. Ethan Hawke und Uma Thurman heirateten nach den Dreharbeiten. Der Filmtitel besteht aus den vier Anfangsbuchstaben der vier Nukleinbasen Adenin, Cytosin, Guanin und Thymin, deren Abfolge in der menschlichen DNA oft als Gattaca auftaucht. Durch das knappe Budget war man gezwungen, auf das Kreieren einer neuen Welt zu verzichten. Um die Illusion aufrechtzuerhalten, zeigte man innovative Techniken, die schon existierten, wie Solarfelder oder elektrisch getriebene Fahrzeuge. Für die Außenaufnahmen wurden Gebäude verwendet, die futuristisch aussehen. Die verwendeten Autos waren rare Sondermodelle und sind nur noch in ganz geringer Stückzahl existent. Etwas Ähnliches tat Fritz Lang bei Metropolis, als er einem pleitegegangenen Erfinder seine einmalig spitz zulaufenden Fahrzeuge abkaufte, speziell entwickelt, um praktisch keinen Luftwiderstand zu haben. So gut wie jede Szene war für die Ausstatter eine Herausforderung. Der Film wurde nicht nur vom Publikum sträflich übergangen, sondern auch, wie üblich, bei den Oscars. Gerade mal eine Nominierung für das beste Szenenbild. Aber das ist schon okay, denn wie blöd wäre das gewesen, wenn Gattaca die Titanic ein zweites Mal versenkt hätte. Der Orchester-Soundtrack von Michael Newman ist eine einzige Offenbarung. Es ist einer der seltenen Fälle, bei dem sich jedes Stück gut anhört. Er zählt seit seinem Erscheinen zu meinen absoluten Favoriten und läuft ständig bei mir zu Hause. Dasselbe gilt für Newmans vier Jahre zuvor erschienenen Score für Das Piano. Als ich damals mit meinen Freunden Gattaca auf Video sah, wurde er direkt zu einem unserer Lieblingsfilme. Das passierte recht selten, da mein Kollege einen naturwissenschaftlichen Hintergrund hatte und meine Ex einen eher literarischen, der dazu führte, dass sie Film im Allgemeinen und Science Fiction im Besonderen sehr kritisch gegenüberstand. Der Film steht auf dieser extrem kurzen Liste von Besser geht's nicht, bei der ein Film eher bei der Firma Gattaca aufgenommen wird, als da drauf zu gelangen. Hier stimmt einfach alles.
eine hochinteressante, unglaublich einfühlsam erzählte Geschichte, spannend im Stil eines Krimis. Traumhaft gut besetzt bis in die allerkleinste Nebenrolle. Ethan Hawke und Jude Law spielen die Rollen ihres Lebens und die Dialoge sind so intelligent und tiefsinnig, dass man selbst Jahre später etwas Neues entdeckt oder eine Anspielung versteht. Sei es zum Beispiel die Wendeltreppe in Jeromes Haus, die sich an die Struktur einer Doppelhelix anlehnt. Oder die Namen der Charaktere, deren Ursprünge einige Hinweise auf die Figur geben. Jeromes Zweitname Eugene ist griechisch und bedeutet wörtlich übersetzt gute Geburt. Der Handlungsstrang mit dem Bruder sucht seinesgleichen. Der valide Bruder mit so viel Erwartungsdruck im Gepäck, dass er nur enttäuschen konnte. Der Invalide mit so wenig, dass er im Prinzip nichts zu verlieren hatte, da die Niederlage erwartet wurde. Mein Gott, hast du dich verändert. Wenn beide um die Wette schwimmen und Anton Vincent fragt: Vincent! Wie schaffst du das, Vincent? Wie hast du das alles geschafft? Wir müssen zurück! Nein, dafür ist es zu spät! Wir sind näher am anderen Ufer! Welches andere Ufer? Willst du, dass wir beide ertrinken? Bekommt er die perfekte Antwort. Willst du wissen, wie ich es geschafft habe? Ich sag dir wie, Anton! Ich hab mir nie etwas für den Rückweg aufgespart! Der Film führt uns eine absolut glaubwürdige Zukunft vor Augen, dass man ihn kaum noch als Fiktion wahrnimmt. Mit geradezu erschreckenden Parallelen zum aktuellen Geschehen. So ähnlich wie in Schöne neue Welt oder Logan's Run ist auch diese Dystopie das logische Resultat einer sich ständig scheinbar optimierenden Gesellschaft, die zum Beispiel Rassismus oder Benachteiligung auf dem Papier sogar per Gesetz verbietet, SJWs lassen grüßen, es aber umso heftiger mit dem Genoismus, welcher den Wert der Menschen an ihrem genetischen Material misst, praktiziert. Der genetische Ausweis, der Validität bestätigt, bestimmt im Prinzip das gesamte Leben und hält auch Valide davon ab, sich überhaupt mit Invaliden abzugeben. Vergleichbar mit dem aufkommenden digitalen Impfpass, der ebenfalls dafür sorgen soll, die ungeimpften Invaliden aus der Gesellschaft und dem sozialen Leben auszugrenzen. Eine weitere Parallele sind die Ordnungshüter, deren Hauptermittlungsarbeit anscheinend daraus besteht, Verdächtige ständig und überall zu testen und mit Wattestäbchen Proben abzunehmen. Im realistischen Film natürlich aus dem Rachen und nicht wie bei uns, wo die Opfer völlig unnötig einen Stab durch die Nase ins Gehirn gerammt bekommen. Da dies fast ausschließlich von den Corona-Faschisten zwecks Schikanewirkung, Folter und der aktiven, vorsätzlichen Verletzung der Blut-Hirn-Schranke angewendet wird. In dem Film werden Themen wie Rassismus, Fortschrittswahn oder soziale Ausgrenzung direkt angesprochen, ohne mit dem Finger auf jemanden zu zeigen. Der Gesellschaft wird der Spiegel vorgehalten, die Menschen sehen sich, wie sie wirklich sind. Und das ist das wirklich Erschreckende. Es gibt hier weder strahlende Helden noch böse Schurken. Jeder handelt im Grunde völlig natürlich im Rahmen seines Charakters. Vorurteile, Selektion und Abgrenzung hat es schon immer gegeben, da sie zur menschlichen Natur gehören. Prädikate wie positiv oder negativ schmücken heute dies und morgen das Gegenteil. Denn nicht der Fortschritt ist das Problem, sondern die Vorstellung der Menschen, was ihre Existenz betrifft. Dass einer der besten Filme aller Zeiten wie Gattaca floppt, während peinlicher Müll von der Stange Riesengewinne einfährt, lässt so manchen darüber grübeln, ob er nicht auch in die nächste Rakete steigt wie Vincent, um im All vielleicht intelligentes Leben zu finden.